Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies 2. Nicht 1 und nicht Minecraft, sondern Pflanzen gegen Zombies 2. Es ist der Wahnsinn, wie oft ich mich in letzter Zeit bei Pflanzen gegen Zombies verspreche. Ich meine, ich habe schon anmoderiert mit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Ich habe anmoderiert mit Pflanzen gegen Zombies 1. Es ist schier unglaublich. Ich verwechsel die Pflanzen mit den Zombies und umgekehrt. Ah, wunderbar. Manchmal bin ich schon dezent verpeilt, ne? Ja, ich würde sagen, wir legen richtig los. Wir legen richtig los. Erstmal Piñata Party, wie immer. Das gehört einfach schon zum Standard dazu. Piñata Party muss sein und ich bin sehr gespannt, wie wir uns heute in dieser Piñata Party schlagen werden. Und dann machen wir wieder Challenges. Und ihr wisst ja, zumindest die meisten wissen es, dass hier unten in der Videobeschreibung einen Link findet, so ein Formular. Und in dieses Formular könnt ihr eure Challenge eintragen. Nach Möglichkeit bitte jeder nur eine Challenge eintragen, weil die Liste hat schon über 300 Challenges. Und je mehr ihr eintragt, umso mehr müssen andere Leute warten. Deswegen da bitte fair sein und nur eine eintragen. Und dann läuft das, denke ich, auch ganz gut. Es ist halt so, dass die Challenges, die über die Kommentare gepostet werden, halt leider nicht drankommen, weil ich das halt so mache, dass ich eben die Challenges nur über das Formular ausfiltere. Über die Kommentare gehen sie halt einfach verloren, beziehungsweise es wird für mich extrem schwer, wirklich extrem schwer nachzuvollziehen, welche Challenge ich schon gemacht habe. Deswegen da bitte darauf achten, nicht in die Kommentare zu schreiben. Ich habe das schon einige Male gesagt, aber es gibt leider immer wieder Menschen, die trotzdem wieder die Challenges in die Kommentare schreiben. Deswegen nochmal der allgemeine Hinweis, wenn ihr es nicht in die Kommentare schreibt, dann funktioniert es auch leider nicht, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Also wirklich, Challenges werden nur drankommen, wenn sie in das Formular in der Videobeschreibung reingeschrieben wurden. So. So viel zum Thema. Ich wollte es einfach nochmal gesagt haben, weil es kommt halt immer noch vor, dass die Leute die Challenges in die Kommentare schreiben. Und das ist für mich einfach schwierig, die zu filtern. Die gehen dann irgendwann unter und ich weiß nicht mehr, welche ich gemacht habe. So, gucken wir mal. Bisher läuft es gar nicht mal so schlecht. Aber halt auch nicht wirklich optimal. Aber das kriegen wir schon hin. Darkbear bekommt was zu knabbern. Da müssen wir, glaube ich, hier einmal flump einmal alle einbuttern, weil da ist gerade ziemlich heftig Ink hier. Ich habe halt kaum was zum Abwehren. Es ist schon ziemlich heftig, das Level, wie ich finde. Es ist schon ziemlich schwer. Na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es klappt. Ob es noch anständig klappt. Oh, 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 oh. Müssen wir nochmal buttern. Hilft alles nichts. Ob wir das überhaupt noch schaffen können, das Level. Es sieht nämlich gerade nicht so gut um uns bestellt aus, muss ich gestehen. Da gehen wir noch was zum Draufschlagen. Ah, er ist eingebuttert worden. Sehr, sehr nice. Gehen wir noch mal was unter die Füße. Nee, geht nicht. Okay, dann halt nicht. Gut. Und nochmal buttern. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da hinten kommt auch schon wieder ein Dünger. Gut. Na also. Geht doch. Läuft nicht optimal, das Level, aber es hätte auch viel, viel schlimmer und schlechter laufen können. Also von daher, allzu sehr kann ich mich nicht beschweren. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, aber hier unten ein bisschen aufpassen und wir müssen hier auf diese Lane aufpassen. Das ist gerade ein bisschen viel auf einmal. Da wird sich da halt gerade regelmäßig durch hier der Zombie, das ist nicht gut. Da, na komm, 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 komm. Oh, schade, schon weg. Oh, eingebuttert, sehr schön. Wunderbar. Oh, verdammt. Ah, da wird jetzt gleich dabei. Komm, komm, kann ich das nochmal, bis die verschwunden ist? Ja, wir haben diese eine Pflanze gerettet. Gott sei Dank. Und wir müssen buttern. Ganz dringend buttern. Ganz dringend buttern. Ganz, ganz dringend. Oh, wow. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, wie weit wir es schaffen. Ah, knabbern, 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 knabbern. Bitte, 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 bitte. Nein. Nein. Na, komm. Ah, jetzt werden wir zu langsam. Ist das schon... Nein, ist noch nicht die letzte Welle. Schade. Die anderen Wellen zumindest irgendwie aufhalten. Ich fürchte, das schaffen wir nicht. Dann müssen wir so ein bisschen arbeiten. Da rollt jetzt was drüber. Aber da das die letzte Welle ist, könnte es sein, dass hier gar nichts mehr kommt. Aber ich will es nicht verschreien. Ich will es nicht verschreien. Oh, die untere Welle. Die untere Lane. Da müssen wir jetzt gut aufpassen. Da müssen wir gut aufpassen. Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus, es sieht gut aus, dass wir das schaffen. Na also. Na komm, komm, komm.
Ah, oh, schade, nicht mehr rechtzeitig geschafft. Oh, das war blöd. Ja, die untere Lane, die wird uns jetzt gefährlich. Da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Die ist nicht so schlimm. Da soll der Rasen ja drüber rollen und dann ist alles gut. Wir haben noch einen Dünger. Hätte ich eigentlich auf diese pflanzen sollen, ne? Packen sollen den Dünger. Wäre vielleicht besser gewesen. Na, hilft nicht, hilft nicht, hilft nicht. Jetzt schauen wir mal, vielleicht bekommen wir den ja doch noch down. Nehmen wir das noch hin. Haben wir noch ein Blümchen bekommen, einen Setzling. Ah, der geht auch down. Na, also. Das war ganz schön knapp. Wir haben alle Rasenmäher verloren. Holla, die Waldfee. Das war übel. Aber wir haben wieder die normalen Piñata-Partys. Das heißt, wir haben jetzt auch wieder die Chance. Oh, 10 Edelsteine, dass wir Edelsteine bekommen. Na also, sehr gut. Das freut mich. Das freut mich tierisch. Wunderbar. Okay, zurück zur Karte. Und es geht los mit den Challenges. Und zwar, Letizia hat eine Challenge gepostet und die ist richtig, richtig ausführlich. Währenddessen ich hier so noch nebenbei in den Reiseklotz reingehe, um zu schauen, welche Mission abgeschlossen wurde. Oh, das war gut. Lese ich mal die von Letizia vor. Meine Challenge für dich heißt Überleben. Das heißt, du darfst nur die Sonnen, die herunterfallen, benutzen. Sprich, keine Sonnenblume mit ins Level nehmen. Und damit es nicht zu einfach ist, kannst du nur die Walnuss, Pak Choi, Power Lily aber nur 2 bis 3 Mal nutzen, Drachenmäulchen, Kartoffelmine und den Matschkürbis. Nochmal zu den Dünger. Bitte benutze die Powerlilie nur 2 bis 3 Mal und den normalen Dünger, den du von den Zombies bekommst, auch nur 2 Mal. Die Challenge spielst du bitte in Piratensee Level 10. Das ist eine richtig, richtig ausführliche Challenge und ich bin gespannt, ob sie machbar ist. Mich würde interessieren, Letizia, hast du diese Challenge auch ausprobiert? Hast du sie geschafft oder hast du sie dir einfach nur so generell einfallen lassen? Das würde mich interessieren. So, also, wir müssen Piratensee Level 10. Das ist dieses Level hier. Gut. Also, keine Sonnenblumen. Dann gehen wir mal die Liste durch, was wir denn benutzen dürfen. Ich wähle jetzt erstmal die hier. Und wo ist der Matschkürbis nochmal? Da, als erstes, weil das so die leichten sind. So, also Walnuss, das ist die hier. Walnuss, Pak Choi, Powerlilie, Drachenmäulchen, Kartoffelmine und Matschkürbis. Powerlilie nur 2 bis 3 Mal und den normalen Dünger auch nur 2 Mal. Okay, dann werde ich das jetzt einfach nur noch so dazu packen. Ich werde sie nicht benutzen. Ah, packen wir schnell noch irgendwas anderes rein. Packen wir das rein. Ich werde die beiden natürlich nicht benutzen. Keine Frage. Weil die sind ja nicht in der Challenge enthalten. Ich werde also tatsächlich nur die bis hierhin benutzen. Und dann schauen wir mal, ob diese Challenge machbar ist. Auf alle Fälle muss ich mich, schätze ich, sehr konzentrieren, wenn ich das schaffen möchte. Aber ich gebe mein Bestes. Mir gefällt es halt, dass diese Challenge so unheimlich gut überlegt ist. Das finde ich halt richtig, richtig nice. Es gibt nichts Schöneres wie eine richtig gut überlegte Challenge. Muss man wirklich so sagen. Gibt es nicht. Ist einfach was Tolles. Gut überlegte Challenges machen halt einfach tierisch Spaß. Weil du halt einfach wirklich die Möglichkeit hast, alles auszuschöpfen. Und weil du halt einfach weißt, was du darfst und was du nicht darfst. Und das mag ich. Das ist schön. Jetzt haben wir uns hier eine kleine Grunddev. Damit wir hier auch halbwegs überleben können. Ich werde jetzt absichtlich auch nicht auf Vorspulen oder so klicken, weil ich möchte natürlich mich richtig konzentrieren können auf die einzelnen Zombies. Ist mir ganz wichtig, dass ich mich da so gut wie möglich drauf konzentrieren kann. Machen wir da auch nochmal ein Bömpchen hin. Knabbert der eigentlich? Oh, Bömpchen war eine sehr gute Idee, weil da kommt jetzt so ein Zombie. Okay. Dann machen wir hier schon mal dicht. So. Wenn die ersten kommen, die fliegen, dann wird es schwierig. Das weiß ich jetzt schon. Aber schauen wir mal. Es ist auf alle Fälle gut, dass ich die Powerlilie benutzen darf. Die Frage ist, ob ich wirklich dazu komme, sie zu benutzen. Weil sie kostet 175 Sonnen. Das ist ziemlich, ziemlich viel. Aber schauen wir mal. Der wird meinem Nüsschen ganz schön stark runterknabbern. Der so ein bisschen. Aber gut.
kriegen wir auch hin. Hilft alles nichts. Den müssen wir jetzt hier wirklich knabbern lassen. Müssen wir beide knabbern lassen. Ich kann es nicht ändern. Ah, ich brauche jetzt dringend so einen. Dringend. Ja, sehr gut, damit ich den hier Daumen bekomme. Okay, da haben wir schon einen Dünger bekommen. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Das Nüsschen, so viel Leben verliert das eigentlich gar nicht. Es geht, es geht. Es ist nicht gut, aber es geht. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der ist gleich down, der ist gleich down, der ist gleich down. Wunderbar. Okay. Ach, da kommen solche rollende Zombies. Autsch, da müssen wir den hier nutzen. Sehr gut. So, da ist dicht. Machen wir gleich wieder zu. So. Fliegende waren doch hier dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Oder täusche ich mich da jetzt zu stark? So, jetzt haben wir halt natürlich ein kleines Problem. Ich habe relativ wenig Sonnen. Muss also hier jetzt sofort ein Bömmchen arbeiten. Falls auf der Lane wieder was kommt, dass das gleich weg ist. Matschkürbis ist auch wieder parat. Könnte man theoretisch auch schon einsetzen. Wir brauchen jetzt hier unten Schaden. Und dann müssen wir schauen, dass wir schnellstmöglich mal so viel Sonne dazu bekommen, dass wir Drachenmäulchen setzen können. Weil wir halt auch irgendwann mehr Schaden brauchen, außer nur die Pak Choi. Sonst wird es halt bald echt, echt schwierig. Oh, der ist runtergefallen. Wunderbar. Gut. Ja. Wird der explodieren? Explodiert der auch? Nein, der explodiert nicht. Klappt das? Oh. Oh, das hat geklappt. Wunderbar. Oh, fuck. Entschuldigung für mein Schimpfwort. Nein. Nein. Ach, zu spät. Es war viel zu spät. Oh, und jetzt habe ich hier natürlich nicht auf... Verdammt, nicht aufgepasst. Egal, soll der Rasenmäher drüber. Soll der Rasenmäher drüber. Ist mir jetzt egal. Da soll jetzt der Rasenmäher drüber über diese Lanes. Mir jetzt wurscht. Hoffentlich schaffe ich das noch rechtzeitig. Das war Schwachsinn, weil da jetzt eh der Rasenmäher drüber gefetzt wäre. Ach, verdammt. Mal kurz vorspulen, denn ich glaube, das lässt sich nicht mehr retten. Okay, Neustart. Müssen wir nochmal versuchen. Müssen wir nochmal versuchen. Diesmal ein bisschen anders. Aber das hat schon sehr gut funktioniert. Das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Die Challenge gefällt mir. Die ist fordernd und das ist gut so. Und dann halt noch zwei andere. So. Okay, nochmal. Das hat gut funktioniert. Also es war vom Grundprinzip her schon mal nicht so schlecht, aber ich habe dann angefangen, viel zu viele Wegwerfpflanzen zu nutzen. Ich glaube, zumindest am Anfang kann ich jetzt mal vorspulen. Aber dann sollte ich das relativ bald wieder ausschalten. Das ist jetzt tatsächlich nur für den Anfang. Das ist nur für den Anfang, dass ich jetzt vorspule. Dahin. Hier dicht machen. So, hier auch noch hin. So, okay. Da trotzdem mal eine Wegwerfpflanze. Entschuldigung. Wegwerfpflanze. Blöder Huster. Kam denn der auf einmal her? Knabbert der? Ja, aber schafft er nicht. Das müsste noch klappen. Gleich mal dicht machen. So, Schadenspflanzen allmählich beginnen. Sehr gut. Jetzt sind wir ein bisschen besser gestellt. Hier müssen wir dicht machen. Jetzt muss ich halt aufpassen, dass ich jetzt auch vielleicht die Dünger notfalls benutze. Mal einen Schluck trinken hier. Das, irgendwas habe ich gerade im Hals. Mhm. 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 Gefährlich sind halt diese Zombies mit ihren Rollatoren-Viecher da. Die sind halt ziemlich mies. Die tun halt auch ziemlich weh. So. Sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Hier müssen wir aber allmählich anfangen, solche noch anzubringen. So. Schauen wir mal. Aber es sieht bisher gar nicht mal so schlecht aus. Besser als letzte Runde auf alle Fälle. Aber es ist diesmal noch keiner mit einem Fass gekommen. Das sieht man wieder, wie random die Level manchmal sind, ne? Auch so einer mit einem Helm ist noch nicht gekommen. Was mir gerade so einfällt. So, jetzt aber langsam machen. Oh, Diamant. Sehr gut. So, jetzt muss man nämlich echt mal langsamer machen.
Weil sonst werde ich schludern und das ist nicht gut. Hier kommt der erste mit Helm. Aber da wir mittlerweile gut Schaden machen, dürfte es gar nicht mehr so gefährlich sein. Ich nutze hier, glaube ich, aber gleich einen Dünger. Okay, warte, hier. Zack, 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 zack. Komm. Und weg damit. Sehr gut. Da haben wir mittlerweile schon ein Nüsschen stehen. Hier müssen wir wieder Nüsschen anwenden. So, jetzt brauchen wir brauchen jetzt unbedingt den... Oh, verdammt. Oh, der ist down gegangen. Gut. Wir brauchen jetzt, jetzt müssen wir einen Dünger nutzen. Diamant, wunderbar. Jetzt muss man echt mal einen Dünger nutzen, sonst wird es mir zu gefährlich. Jetzt wieder ein Fass. Oh, der wird drüber rollern. Schade. Ja gut, das hilft nicht. Dann verlieren wir jetzt einen Rasen mehr. Das glaube ich, können wir verkraften. Ein Rasen mehr ist verkraftbar. Wir dürfen noch einen Dünger nutzen. Und wir dürften theoretisch noch die... Oh, verdammt. Wir müssen den Dünger nutzen. Oh, wow. Sonst wäre das hier ziemlich schief gegangen. Jetzt haben wir keine Nüsschen mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wird allmählich kritisch. Wird kritisch, wird kritisch. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen hier dicht machen. Hier müssen wir dicht machen. Oh, wow. Ist heftig, ist echt heftig. Ist echt, echt heftig. Das sind die letzten. Das heißt, wenn wir die untere Lane jetzt schaffen, irgendwie noch zu beschützen, dann schaffen wir diese Challenge. Wir müssen nur die untere Lane irgendwie schaffen zu beschützen. Nüsschen, 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 Nüsschen. Oh Gott, wie soll ich die untere Lane jetzt schaffen? Ich brauche Sonnen, ich brauche Sonnen, ich brauche Sonnen, ich brauche Sonnen. Bitte, 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 Sonnen, 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 Sonnen. Okay. Klappt das noch? Oh, bitte sag mir, dass das noch klappt. Oh, bitte sag mir, dass das noch klappt. Oh, die sind alle relativ gleich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh. Wachse, wachse. Wow. Das war knapp. So, okay. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist Nervenkitzel pur. Das ist Nervenkitzel pur. Ich brauche Sonnen. Nein! Oh mein Gott, nein! Nein! Verdammt! Oh, so close. Nein, das schaffe ich nicht mehr. Ich habe keine Pflanze, die ich noch benutzen kann. Ah, verdammt! Verdammt! Oh, die untere Lane war schon so close. Ich habe mich so stark darauf konzentriert, deswegen habe ich die anderen nicht mehr gesehen. Okay, nochmal. Einmal versuche ich es noch. Ansonsten muss ich mal gucken. Oh, war das knapp. War das knapp. So knapp. Okay, 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 okay. Die Feuerpflanze war noch. Wo ist die Feuerpflanze? Wo ist sie? Da ist das Drachenmäulchen und dann halt noch random. Oh. So knapp. So unheimlich knapp. Oh, das ärgert mich. Okay, nochmal ganz kurz am Anfang ein bisschen vorspulen. Mehr Zeit haben. Ich habe halt schon wieder viele Wegwerfpflanzen benutzt. Aber musste ich halt auch fast irgendwo. Ah, diesmal arbeiten wir doch erstmal wieder mit Pak Choi. Mal gucken. Mal gucken. Okay. Muss noch kein Nüsschen hinpacken. Obwohl Nüsschen natürlich ziemlich praktisch wären, aber... Warten wir noch. Okay. Ah, da brauchen wir... Ups, nee, das hier. Brauchen wir definitiv, müssen wir hier gleich dicht machen. Den habe ich sonst immer mit einem Bömmchen weggemacht, aber das ist halt wieder verschenkte Sonne, ne? Okay. Gut. In der nächsten Sonne können wir wieder was pflanzen. Na, wir müssen hier dicht machen. Okay, der ist weg. Da kommt unser erster Dünger. Powerlilie ist halt viel zu teuer zu benutzen. Viel zu teuer. Viel zu teuer.
Oh wow, da kommen viele, da kommen viele. Ja gut, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Down gehen sie auf alle Fälle. Die Frage ist, wie lange hält das Nüsschen durch? Gedicht machen. Der müsste weggebombt werden ohne Probleme. Da knabbert zwar wahrscheinlich ein, zwei Mal. Nee, knabbert kein einziges Mal. Wunderbar. Dann hier Pak Choi. Haben wir überall Pak Choi. Oh. Oh. Nein, nein. Oh, verdammt, der ist durch. Okay, komm, drüber. Mit alles nichts. Auf diese Lane müssen wir jetzt extrem aufpassen. Ärgerlich ist das natürlich jetzt. Extrem ärgerlich. Extrem ärgerlich. Ah, es hilft nicht. Wir müssen erst da einen Pak Choi hinbekommen. Erst ist ein Pak Choi hinbekommen. Dünger habt ihr noch keinen benutzt, ne? Nee, Dünger hatte ich noch keinen benutzt. Geht das? Okay, das hat noch geklappt. Dünger benutzen. Da, weg damit. Okay. Gut, 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 gut. Oh. Wir müssen langsamer machen. Oh, verdammt, da ist das Pak Choi weg. Da ist das Pak Choi weg. Nein. Wir müssen hier definitiv Bäumchen setzen, Bäumchen setzen, Bäumchen setzen. Wäre natürlich auch eine Überlegung, viel, viel mehr mit dem Bäumchen zu arbeiten. Hier müssen wir jetzt den Rasenmäher taktisch einsetzen. Das hilft alles nichts. Kommen wir nicht drum rum. Oh, der hat sich durchgeknabbert. Ich habe es nicht gesehen. Dicht machen. Oh, das ärgert mich schon wieder. Da oben auch durch. Ach, verdammt. Speichern und beenden. Oh, das ist eine schwere Challenge. Die will ich aber schaffen. Die will ich schaffen. Ich werde die nächste Folge nochmal versuchen. Und wenn ich es dann halt wieder nicht schaffe, dann muss ich mir halt irgendwie was überlegen. Oder Letizia überlegt sich eine Kleinigkeit, wie man das Ganze minimal entschwächen könnte. Ich muss aber sagen, ich finde sie ziemlich, ziemlich cool, diese Challenge. Ich werde es noch einmal versuchen. Ansonsten, Letizia, schreib es mir einfach mal in die Kommentare, ob du eine Überlegung hast, wie man die Challenge vielleicht noch minimal abschwächen könnte. Aber ich werde mich nochmal versuchen, da durchzubeißen. Ich verabschiede mich jetzt allerdings auch an dieser Stelle schon wieder. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.